Willkommen zurück bei der nächsten Folge von NIMBY Race. In dieser Folge wird man, ach nee, bevor ich damit anfange, man sieht vielleicht, dass sich die Karte etwas, dass die Karte jetzt etwas anders aussieht. Das liegt daran, weil es ein Update gab, wo die ganze Karte nochmal überarbeitet wurde, was auch nochmal eine Downloadmenge von, oder sagen wir mal, das Update hat dann nochmal 25 GB an Speicher benötigt. Also es war ein riesiges Update. Deswegen sieht man eigentlich auch, was eigentlich auch nochmal ganz gut ist, dass ich jetzt doch nochmal von vorne anfangen muss, nachdem jetzt die Karte überarbeitet wurde. Immerhin eine Linie habe ich schon mal fertig. Von der bestehenden. Ja, wie gesagt, die Karte wurde jetzt nochmal überarbeitet. Jetzt sieht die etwas anders aus. Wenn man diese und die letzte Folge miteinander vergleicht, dann wird man das sehen. Und ja, die Folge kommt ja etwas verspätet, was auch an dem Update lag, weil 25 GB sind ja nicht mal so schnell heruntergeladen. Das hat dann zu viel Zeit gekostet. Nun, wie dem auch sei, nachdem ich ja in der letzten Folge schon die erste Straßenbahnlinie in Görlitz gebaut habe, baue ich jetzt noch die zweite Linie. Und das sind dann alle Straßenbahnlinien. Und die zweite, die führt von Königshofen am Wiesengrund, was genau hier ist, nach, jetzt muss ich selbst mal schauen, Bießnitz, Landeskrone. Was ungefähr, ah, hier ist. Der Bau wird auch nicht lange dauern. Ich muss im Grunde nur von dieser Biege hier, an der Stelle hier, muss ich nur bis hier runter bauen und ja, dann noch das kleine Stück hier. Wird wie gesagt nicht lange dauern. Damit wäre das jetzt
Auch erledigt. Einige, die sich jetzt mit der Strecke auskennen, die werden merken, dass ich das jetzt, dass ich jetzt ein bisschen was weggelassen habe, denn eigentlich würde die Linie hier nicht aufhören. Es würde nämlich an so, die würde nämlich dann noch hier entlang, hier so hoch, dann wieder hier rückwärts runter und dann wieder hier dran. Also hier sind, sagen wir mal, zwei Haltestellen. Das habe ich jetzt mal weggelassen, weil die Straßenbahn jetzt mit Sicherheit so nicht fahren wird im Spiel. Ich könnte hier zwar mit Hilfe von Wegpunkten das so machen, glaube ich. Ja, es wurde hier schon wieder ein bisschen was geändert. Aha, so kann man jetzt also hier Wegpunkte setzen. Nun gut. Wie gesagt, das habe ich so weggelassen. Weil ich mir nicht mal sicher bin, ob die Straßenbahn überhaupt so fahren wird. Habe ich das jetzt einfach mal so belassen. Tja, die dreht dann im Grunde hier auf der Stelle und fährt dann wieder zurück. Warum das jetzt, wenn man es gesehen hat, warum die Straßenbahn jetzt, anstatt die Weiche hier zu nehmen, hier geradeaus fahren wollte und deswegen stand hier, dass der Zug oder dass für die Strecke kein Pfad gefunden wurde, das kapiere ich eigentlich auch nicht. Ich meine, es war verbunden, deswegen habe ich das jetzt halt auch erstmal so probiert, dass ich das hier erstmal. Ich habe halt das Bestehende weggebaut und ein neues Stück wieder hingebaut, dann hat es funktioniert. Genau. Ach ja, und der Bau der Strecke hat 15 Minuten gedauert. Also relativ kurz. Ist auch kein Wunder, ein Großteil der Strecke war ja schon gebaut. Jetzt habe ich halt nur das Problem, dass ich hier wieder so zweigeteilt ein und dieselbe eine Haltestelle habe. Es ist halt so, dass es jetzt dadurch, dass die geteilt sind, Fahrgäste geben wird, die würden mit einer Straßenbahn hier hochfahren, um dann wieder runterzufahren. Deswegen nehme ich dafür einfach standardmäßig das, so wie ich das immer gemacht habe, wenn ich zwei so weit auseinander habe. Ich verbinde die einfach so zu einem. Sieht natürlich etwas blöd aus, aber da hier an der Stelle ja mit Sicherheit nichts fahren wird, wird das jetzt auch nicht stören. Mal sehen, vielleicht gibt es irgendwann in der Zukunft mal eine Möglichkeit, Haltestellen, die weiter voneinander weg sind, miteinander zu verbinden. Aber solange wie es das noch nicht gibt, werde ich das erstmal weiterhin so machen. Da fällt mir ein, hier muss ich noch ein bisschen was machen. Genau, und der Rest ist fertig. Gut, dann kann ich jetzt die erste Straßenbahn hier auf die Strecke schicken. Ich hatte auch schon mal so zwischendurch mal geschaut, was für Straßenbahnen auf der Linie in Görlitz fahren. Und da kann ich sagen, die habe ich nicht. Die gibt es auch nicht im Workshop. Deswegen belasse ich es jetzt einfach mal bei den Standardstraßenbahnen. Ich muss hier nochmal kurz noch eine Kleinigkeit anpassen. Das Grundticketpreis. Und was hatte ich hier eingegeben? 10er.
So, damit wäre jetzt praktisch eigentlich die gesamte Strecke, Straßenbahnstrecke in Görlitz fertig. Ich warte nur noch auf die Straßenbahn, dass die erscheint. Die müsste jetzt eigentlich auf der Hospitalstraße. So, da haben wir sie. Und ich werde so wie immer die ganzen Einstellungen noch zwischen den Folgen vornehmen. Und da würde ich sagen, wären wir erstmal wieder für heute fertig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, in der ich tatsächlich auch mal wieder eine Zugstrecke bauen werde. Wird zwar eine relativ kurze Strecke sein, aber es wird mal wieder eine Zugstrecke geben. Wir sehen uns also dann am Freitag wieder. Bis dahin, tschüss.